heute exklusiv extra für euch ein super Angebot, ein super toller Mod, und zwar hier einmal den John Deere 7430 und seinen großen Bruder, den 7530. Echt geil, der Mod gefällt mir jetzt schon allein von Design und so. Ja, Frontlader-Konsole wählbar mit oder ohne. Jetzt mal beide mit. Fronthydraulik natürlich. Und dann, wenn wir reingucken, wir haben Zwillingsräder. Sind standardmäßig verbaut. Hier der große und der kleine. Von Sound her unterscheiden sich nicht viel. Ja, was haben wir? Ein tolles Innenleben. Extravagant. Das schaut ja besser aus als in meinem Wohnzimmer. Wenn wir fahren, sieht man alles schön animiert. Hier ist das Highlight, die ganzen Zahlen, die Dach und Nadel, alles wunderbar animiert. Echt geil finde ich das. Traumhaft. Lässt sich auch wunderbar fahren, mal ehrlich sagen. Trotz den Zwillingsreifen, einfach top, echt. Gefällt mir jetzt echt schon super, der Mod, ey. Allein nochmal das Ganze ansehen hier. Ob Bremslichter und das funktioniert. Die Rundumleuchte sollte auch funktionieren, natürlich. Und dasselbe auch bei denen hier. Wenn wir mal reingucken, auch hier. Alles wunderbar animiert, wie man sieht. Auch obergeil. Ja, wie gesagt, Frontlader wählbar oder nicht. Auch andere Reifen kann man wählen. Hier auch schön. Kann man mal gucken, hier unter Traktoren ist er drin. Der John Deere. Also nicht verwundern. 7030 steht drin, aber man kann hier den 75 warten. John Deere 7030 Premium. Okay, egal. 7030 und hier haben wir den 74 und den 75. Naja, okay. Wie gesagt, Frontlader-Aufbau, ja, nein. Hier Rad haben wir entweder Standard, Zwillingsbereifung oder Pflegebereifung. Können wir Pflegebereifung auch nochmal angucken. Preis hier ändert sich alles schön, 50 km/h. So, das ist der hier, das sieht ja ganz niedlich aus mit den Reifen eben. Das sind dann ganz die schmalen Reifen. Ja, ob man das noch braucht bei den großen Schlepper, ist halt fraglich. Weiß ich gar nicht, ob das so viel Sinn macht, aber ja, vielleicht für gewisse Weinbau oder so. Wer weiß. Ja, dann noch die Lok. Die Lok sagt keinen einzigen Fehler, also komplett fehlerfrei ist der Mod. Das gefällt mir sehr gut. Wie auch hier, auch das Fahrverhalten wahrscheinlich wunderbar, ja. Macht sich perfekt an, also da kann man mal sagen, das ist mal ein gelungener Mod, der Extravagante. Auch mit dem Reifensturz schön perfekt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer downloaden, in Modpack reinpacken oder in Mods-Ordner, denn das ist ein Mod, der hat alle Ehre. Ja, gut, das war's dann. Tschüss, Leute, viel Spaß, haut rein!